Das ist die erste der Grundkonstruktion der Achsenspiegelung. Wir müssen die Strecke AB halbieren oder die Mittelsenkrechte konstruieren. Wie geht das? Wir zeichnen vom Punkt A aus einen Kreis, der einen Radius hat, der sicher über die Hälfte der Seite geht. Ich muss einen zweiten Kreis zeichnen mit dem Mittelpunkt B mit genau demselben Radius. Das ist wichtig. Dort, wo sich nun diese beiden Kreise schneiden, die zwei Punkte, die geben uns die Richtung dieser Mittelsenkrechten. Jetzt kann ich die beiden Punkte, Schnittpunkte verbinden und habe hier die Mittelsenkrechte der Strecke AB. Was hat das für einen Zusammenhang? Wenn ihr das genauer anschaut, entspricht doch eigentlich dieser Punkt wie dem gespiegelten Punkt von A, oder? Also A gespiegelt an der Mittelsenkrechten gibt den Punkt B. Also ist eigentlich die Mittelsenkrechte in diesem Fall die Spiegelachse.